die Menschen. Ich finde es wunderschön. Also, die Überlegung ist ja irgendwie, wer wohnt eigentlich hier in dieser Stadt? Wohnen hier die Autos oder wohnen hier die Babys, die Kinder, die Jugendlichen, die jungen Menschen, die Eltern, die Älteren, die Senioren? Wer ist es eigentlich, den wir eigentlich nie auf der Straße sehen? Ich wohne seit 26 Jahren. Wunderbar. Das ist das erste Mal, dass die Straße uns Anwohnern, den Fußgängern, den Radfahrern gehört und nicht im Autoverkehr. Montags ist der Verkehr teilweise unglaublich intensiv, staut sich hier nicht nur wegen der Verkehrsampel in beiden Richtungen, sondern durch das Parken oder auch durch die Dichte zubiegen, abbiegen etc. Dann teilweise eben auch große, breite Autos, LKWs, die nicht aneinander vorbeikommen und unglaublich Druckstau erzeugen. Schrecklich. Also jetzt heute sehr schön, aber im Allgemeinen leiden wir sehr darunter. Es muss einfach was getan werden, dass vielleicht die Röderstraße Einbahnstraße wird, dass diese großen Lastwagen rauskommen, denn das kann man auch nicht jedem von uns zumuten und das schon über viele Jahre. Die Aktion der Pop-Up-Boulevards in Freiburg soll zeigen, dass die Straßen bei uns in der Stadt für Menschen geplant werden sollten, für Fußgänger, für Fahrradfahrer. Braucht es Platz und es braucht vor allem Sicherheit. Ja, weil ich da halt auch noch zur Schule gehe und letztens noch ein Unfall passiert ist, da ist ein Kind rübergegangen und ein Auto hat das Kind. Als Vater merkt man halt, wenn man die Kinder zur Schule bringt, wie unübersichtlich die Loretto-Straße ist. Es sind einfach sehr, sehr viele Dinge, auf die man gleichzeitig achten muss. Und das überfordert nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen. Es umdrehen, priorisiert werden muss andersrum. Und das heißt, es muss schwerer werden, mit dem Auto kurze Strecken zu fahren und es muss leichter werden, ÖPNV und Fahrrad und Fußwege zu nutzen. Und das ist ein großes Vorhaben, das muss man visionär angehen und man muss was dafür tun.